Hallo, ich bin Ulrike Schlüter. Ich bin Heilpraktikerin und ich möchte Ihnen heute etwas über das homöopathische Mittel Aconitum erzählen. Aus welcher Grundsubstanz wird das homöopathische Arzneimittel Aconitum hergestellt? Das homöopathische Mittel Aconitum wird aus einer Pflanze mit dem Namen Aconitum napellus hergestellt. Die deutsche Bezeichnung der Pflanze lautet blauer Eisenhut. Früher wurde der Saft der Pflanze zur Herstellung eines tödlichen Fallgiftes verwendet. In der Medizin wurde Aconitum aufgrund seiner giftigen Wirkung zunächst nur äußerlich angewendet. Bei welchen Erkrankungen wird Aconitum häufig eingesetzt? Aconitum ist ein hilfreiches Mittel zur Behandlung von Schockzuständen, wie sie zum Beispiel nach dem Erleben eines Unfalles entstehen. Auch Ängste und Panikattacken, die von Herzklopfen und Taubheitsgefühlen in Armen oder Beinen begleitet werden, gehören zum Anwendungsspektrum von Aconitum. Aconitum hilft auch bei hochakuten Infektionen. Typischerweise entwickeln sich die Beschwerden nach einem Aufenthalt in trockenem und kaltem Wind. Die Infektion beginnt sehr plötzlich, sie kommt wie aus dem Nichts heraus. Der weitere Verlauf der Erkrankung ist sehr heftig. Die Beschwerden werden nachts schlimmer und bessern sich an der frischen Luft. Welche Umstände der Verbesserung und der Verschlechterung sind für Aconitum bekannt? Die typischen Aconitum-Beschwerden bessern sich in der Ruhe, an der frischen Luft und sobald die Patienten anfangen zu schwitzen. Die Beschwerden verschlechtern sich nach einem Schreck oder einem Schock, durch kalten und trockenen Wind, bei Berührung, nachts, im warmen Zimmer und auch durch Licht und Geräusche. Wie wird Aconitum dosiert? In der Regel wird Aconitum bei akuten Erkrankungen in der Potenz D6 bis zu dreimal täglich und in der Potenz D12 bis zu zweimal täglich eingenommen. Nach jeder Einnahme wird die Besserung abgewartet und das Mittel erst wieder gegeben, wenn sich die Beschwerden erneut verschlechtern. Bei anhaltender Besserung wird das Mittel nicht weiter eingenommen.